So, willkommen zurück hier mit Quanti gegen SC Gaming. Das Lower Bracket Finale. Ich passe kurz die Sachen an. Oh, was ein Stress. Erste Map ist schon live. Finde ich ein bisschen schade, dass man schon angefangen hat. Aber gut, die wollen natürlich auch fertig werden. So, Trubel leider offline. Dankeschön. So, wollt ihr noch mitmachen? ESC gegen Quantic. Oh. Dankeschön. War noch gemutet. Will jemand noch mitcasten? ESC gegen Quantic. Wird jetzt auf jeden Fall pennen gehen. Ich glaube auch. Morgen hartes Match, Alter. Auf geht's, Demi. Nee, Mann. Jetzt die Matches? Nee, also langweilig, ich glaube schon. Ich hab Mike hier anbieten, ist da oben. Wer ist das? Muss man nicht kennen. Ja gut, wenn jemand will, dann passt das schon. Dann mach's halt allein. Schade, dass Trubel auf ist. Gibt's noch jemanden, der sich anbietet? Ja, schade. Ich dachte, du holst ihn hier rein, ich würde ihn direkt einen Permanent-Bann drücken. Nee, du kannst ruhig machen. Aber sag mir davor Bescheid. Ja, ich merk schon. Nee, gut, dann will ich euch nicht weiter stören und. Jo, viel Spaß noch. Alles gut, klar, gute Nacht. Disconnected. So, müsst ihr also mit mir allein Vorlieb nehmen. ESC gegen Quantic. Finden wir dann hier ins Spiel. So, ich weiß es jetzt nicht. Was die zweite und dritte Map ist. Ich schaue das mal nebenbei so ein bisschen nach. Danke übrigens an die, die mir schon eine PN geschrieben haben. Auf Twitch wegen dem Premium Key. Könnt gerne noch weitere tun. Es waren jetzt nicht so viele Mails. 6, 7, 8. Also alle, die einen Premium Account Premium Key wollen, können mir gerne eine Twitch PN schreiben. Und es wäre cool, wenn ihr den Key, wenn ihr den bekommen habt, dann auch relativ zeitnah einlöst. Spätestens irgendwie morgen. Vorm Finale oder so. Weil ich würde schon gern morgen dann alle Keys spätestens während oder nach dem Finale raushauen und eingelöst haben. Es sollte ja wirklich noch einige Leute draußen geben, die die ihr sehr noch nicht austesten konnten. So, aber schauen wir uns das Spiel an. Quantic konnte sich ja in einem krassen Krimi da im Lower Bracket Runde 1 durchsetzen gegen gegen Team Dynamic mit Nothing und Volcano und so weiter. AZK. Und das nächste Spiel war gegen Curse, konnten sie jetzt glaube ich 2-0 gewinnen. Und jetzt hier im Lower Bracket Finale gegen ESC, die zuvor Faculty rauskicken konnten. Auf Mill und. Ja, gute Frage, was die erste Map war. Ich glaube, das 2, genau. Also, bin mal gespannt, was die Amis hier ausrichten. Auf jeden Fall zurzeit das stärkste Ami-Event. Und machen hier gleich ihre. Boah, Neo vereitelt den Plant. Sehr, sehr stark. Krasser Zugriff. Vor allen Dingen, Ruben war auch noch mit am B. Und der Rest war halt meilenweit weg. Verschenkte Runde für Quantic. So, da geht es heute doch gar nicht so lange. Das ist ja noch humane Zeiten hier, nicht so wie gestern. Bis früh morgens um 7. Das ist auf jeden Fall das letzte Spiel heute. Morgen um 17 Uhr gäbe es dann das Consolidation-Finale zwischen Varygames und dem Sieger hier aus diesem Spiel. Und 19 Uhr das große Finale angesetzt. Es werden morgen noch zwei krasse Games auf jeden Fall. Ich glaube natürlich, dass ESC das hier macht. Aber ich würde Quantic nicht abschreiben.
zweite Map übrigens Mill, dritte Map das 2. Auch sehr schön, dass wir nochmal Mill sehen. ESC war da ja gar nicht so schlecht drauf. Sehr gespannt bin ich auf Quantic, wie die Amis auf der Map spielen. Mussten sie ja auch unter der Saison spielen, auf jeden Fall. Und mal schauen, vielleicht haben sie irgendwelche ausgeklügelten Taktiken, irgendwelche verrückten Sachen. Die sind da ja auch immer sehr kreativ. So, netter 1-4 Aufbau. Neo lässt man allein am B. Sehr aggressiv. Komplett über Kreuz. Einen sogar Hausmeister. Rot geht jetzt aber weg. Oh, bei einer Minute ungefähr der Block von SC. Relativ üblich. Pascha gerade am Umbauen gewesen, was ich glaube ich unsicher wohin schiebt. Der SC baut bisschen um. 2 auf Spot. Ich weiß nicht, ob das jetzt so toll ist, vor allem, weil sie fast hintereinander sind. So, Mitteblock geht ganz gut auf. Oh, schön von Tess. Zweiten direkt gemacht. Hausstand auch. Und jetzt die letzten beiden dürften angesagt sein. Dann haben wir nur noch wenig Zeit. Schöne Steps zwar, aber Plant dürfte es ja niemals kommen. Schön überrannt da von der Seite. Oh, er kriegt den Frick nicht. Alter, was ein Todeskampf. Krass. Pascha kriegt den nicht kaputt. Frost kriegt den nicht kaputt. Und er wollte sogar noch das Messer zücken, der Pascha. Und dann musste sein Mate letztendlich helfen. 9-4. Ich sehe doch ganz gut unterwegs. Wird mich mal interessieren, wer die Pistol gewonnen hat. Über Haus. Pascha wollte da auch einen kleinen Move in der Mitte machen, wurde aber abgeflasht. Wieder Neo allein. Oben geschoben. Diesmal blockt man die Mitte halt nicht so über Kreuz. Mal sehen, was Kuben jetzt machen kann. Ah, wurde gespottet, zieht sich direkt zurück. Zum Glück auch keine Arme mehr. Sonst wäre jetzt Gefahr gelaufen, dort zu sterben. Vielleicht Kuben da rein, aber Pascha darf im Refack. Kann auch die Bombe holen. Zweiten verschießt er leider. Bombe kann gepickt werden. Flash von hinten. Oh, sie sind da nicht konsequent genug. Hätten vielleicht weiterhin den Druck aufbauen sollten. Hätten den Spot schön splitten können. Haus wäre auch noch einer gewesen. Jetzt sind jetzt letztendlich raus, aber Tess steht da noch im Sandkasten. Macht auch die Fracks. Sehr schön gespielt. Neo ist auch da. Fand ich gerade ein bisschen inkonsequent gehandelt. Hätten da gut und gern durchgehen können nach dem Frack. Zumal Pascha auch verschossen hat. Einfach noch eine zweite Flash von hinten. Pascha ist tot. Spot wird dann von drei Seiten wirklich eingekesselt. Von Haus, von Action und Everhairs. Boah. Frost mit der Pascha gekillt. Boah, ein schneller Mitte-Go. Auch so Taktiken, die man kaum sieht. Boah, aber Tess steht da wie eine Bank. Guben auch direkt da. Nur noch Hiko letzte oder Heiko. Der Hiko. Das Duell gab es ja schon mal in dem Turnier. Da war ESD auch erfolgreich. Ich weiß gerade nicht mehr, welche Maps da gespielt wurden, aber das lässt sich natürlich schnell herausfinden. Und zwar 2-1 konnte auf jeden Fall ESC gewinnen. Die erste Nuke ging sehr eindeutig an ESC.
16 zu 3. Dust 1. Ausrufezeichen. Konnte Quantic gewinnen mit 16 zu 7. Und dann ESC wieder auf einer normalen Map in Anführungsstrichen mit 16 zu 7. Also doch schon recht deutlich immer die Ergebnisse. Und scheinbar wird sich es auch so weiter fortsetzen. Mal schauen, was die Amis für eine verrückte Pistole auspacken. Ja, so verrückt gar nicht, aber... B, eine kleine Falle. Frost mit 5-7 wird überrannt. Nico richtig golden. Boah, wird geholt. Der springt da auch drauf. Dazed auch mit einer 5-7. Der geht da richtig ab mit der Waffe. Beziehungsweise Frost auch. Er ist gestern dagegen ESC auch gute Shots verteilt. Richtig kranke Shots teilweise auch. Sehr gute Flashes gegen die CDBs, kommen somit gut auf Spot. Zwei Flashes noch bei von TCK, die könnten vielleicht die Runde noch ein bisschen knapp machen. Zumal Kuben auch low ist. Oh, jetzt Hof das Timing. Oh, er sieht ihn nicht in der Smoke. Die Hits. Ah, Not sitzt in Frag letztendlich. Aiming da vielleicht ein bisschen versagt. Beziehungsweise konnte ihn halt nicht sehen. Samphis. Boah, schöne Shots von Samphis, aber er hat kein Kit. Er muss ihn instant töten gleich. Boah, lege da eins. Ah, ich habe jetzt keins gesehen. Schade. Hätte er wahrscheinlich auch nicht mehr geschafft. Selbst wenn ihn direkt getötet hätte. ESC, ich vermute fast mit der zweiten Pistol. So eindeutig, wie das hier war auf der ersten Seite. Mitte dann schon immer oft gestorben. PN schreiben. Oh Gott, wie geht denn das? Ich glaube, auf meinen Kanal gehen und dann steht irgendwo oben rechts. Schauen wir mal selbst. Auf Empfehlen? Nee. Gute Frage, ne? Neben Following angeblich. Ja, okay, ich bin ja auf meinem eigenen Kanal, deswegen steht es wahrscheinlich nicht da. Aber ja, im Chat wurde es ja beantwortet. So, jetzt sehe ich auch keine Probleme. Mal schauen, ob Quantic hier noch ein paar Runden Gegenwehr leisten kann. Ja, so geht's natürlich auch mit dem Message-Link. Was in die Message schreien muss? Na, eigentlich fast nichts, außer hier, ich hätte gerne einen Ezea-Key, mehr nicht. Könnte mir natürlich auch gerne einen Roman schreiben, aber... Solange klar und deutlich drin steht, dass er gern wegen dem Ezea-Key mir schreibt, dann sollte das deutlich sein. Könnt mir natürlich auch gerne wegen was anderem schreiben, wenn euch irgendwas aufgefallen ist und irgendwas wissen wollt, was vielleicht jetzt im Chat untergehen würde oder so. Habe ich schon ab und zu mal Fragen beantwortet. Also an der Stelle eigentlich kein Problem, mit mir Kontakt aufzunehmen. Quantic macht das gut, stacken jetzt nach am B. Aber ESC macht es natürlich auch klug, legen am A. Verlieren ja wahrscheinlich jetzt auch keine Waffe mehr, werden nächste Runde gleich auf AK aufrüsten. Boah, krasser Schuss von Dazed. Also die 5-7? Ich weiß nicht, ich mag sie persönlich überhaupt nicht. Ich finde, die sieht ekelhaft aus. Und schießt auch so ekelhaft. Hat dann noch so einen ekelhaften Sound. Kurzum, einfach eine Ekelwaffe. Aber die Amis scheinen sie zu mögen, zumindest teilweise. Oder ein paar von denen. Spielen hat man auf jeden Fall recht häufig.
bekommen. Ja, zum Beispiel betreffend ich sehr Premium gehen wir da auch rechnen, klar. Muss dann die Message immer noch durchgehen, natürlich auch die Wots dann fix noch schneiden, damit die, die jetzt nicht so lange wach bleiben wollten, sich die vom Consultation Finale noch geben können. Quantik aggressiv, Banane. Und da ist Pascha schon oben drauf. Er sieht ihn nicht. Er sieht ihn immer noch nicht. Als wird dann immer nachgesmoked. Sie stehen sich halt komplett gegenüber. Den ersten sieht er, den zweiten. Boah, er macht beide. Kommt da mit 16 HP aus der Situation raus. Da gibt es auch nochmal ein Safe Flash von hinten, Base Flash. Einer wird draufgeschickt. Könnte jetzt gleich sagen, dass da frei ist. Bombe schiebt. Boah, sie sind sich gerade extrem unsicher, wo sie hingehen. Boah, jetzt geht doch bitte einfach B. Sehr gut. Base haben sie schon eingenommen. Gehen die sogar schon jagen. Das ist auch krass. Also sie gehen. Die Bombe ist noch nicht mal gelegt und sie hier handeln schon. Sehr bezeichnend für die Stärke von ESC gerade. Ich hoffe mal, dass es auf Mill ein bisschen knapper wird. Freut mich aber, dass ESC hier wieder auf dem Boden der Tatsachen zurückgekommen ist oder auf dem, ja, in ihre Spur gefunden haben. Spielen ein gutes Turnier bisher. Bis auf das Very Games Spiel, da war ich wirklich enttäuscht. Sehr gespannt, wenn sie wirklich dazu kommen, die Revanche gegen Very Games wahrzunehmen. Auch sehr low equipped Farmers. Teilweise. Ne, alle Farmers bis auf Hiko. Sogar nur Max 7. Bombe schiebt jetzt auch wieder A. Pascha blockt von da auch noch. Können somit fast sicher sein, dass da 2 am B stehen. Zumal Pascha ihn rechts wahrscheinlich auch schon gesehen hat. Somit wissen sie gut Bescheid. Oh, schöner Molly. Drängt ihn jetzt zumindest zurück. Die Sieger in den Frack gemacht. Oh, und Pascha stirbt jetzt unnötigerweise. Und jetzt kommt der Argo. Ich meine, die Runde ist fast noch offen, wenn der Laube-Spieler da fällt. Sie kommen gut in den Sandkasten rein. Laube fällt. Schöner, wichtiger Frack von Kuben. Können sich jetzt komplett auf Spot und Has konzentrieren. Oh, schade. Setzen die Flexes leider nicht. Und das war unnötig von Pascha, warum er da allein drauf fährt. Weil ich glaube, das war nach dem Frack. Wollte vielleicht die Runde entscheiden. Aber, ja, nicht gut Runde gespielt, trotzdem ist sie natürlich schon mit dem Draw, haben wir keinerlei Druck gerade. Können locker kaufen, sollten sie noch eine Runde verlieren, vielleicht noch eine gemütliche Eco einschieben. Da wird auf jeden Fall nichts mehr anbrennen. Oder hat die Bombe geholt? Oh, Lord wieder Hausausgang. Zusammen mit Neo hat man auch gegen Very Games gesehen, dass Lord da immer Haus am Agieren waren. Und auch hier wird ihnen der Freiraum gegeben. Lässt sie jetzt rüberschieben. Wer ist der zweite am B? Hiko. Gute Smoke, die delayt das Ganze, aber ESC wird sich davon nicht beeindrucken lassen. Wenn jetzt mit einer Flash von hinten, denke ich mal, durchgehen. Jetzt kommt wieder der Mollo, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Pascha hat das halt eben auch gewartet. Der ist, Kontik wird jetzt denken, dass sie das gleich nochmal spielen. Oh, jetzt noch nicht Flash. Oh, das ist gar nicht so schlecht. Oh, wie weit ist Neo bitte da durch? Kommt da ungesehen. Ich weiß nicht, ob es ungesehen war, aber er kommt durch. Dazed blockt offensiv.
macht einen. Wann kommt Neo? Er kommt schon. Boah, so kommt das super. Oh, Neo ist gestorben. Durch irgendeiner hat er aufgepasst. Schade. Super gehalten von Quantic, aber eigentlich gut die Idee. Da hat irgendwie die Fläche von hinten gefehlt, damit da der, so ein offensiver Spieler da blind wird, der in die Smoke aimt. Lot kriegt die Waffe durch. Könnte. Kann sich nicht legen, kriegt schließlich kein Geld. Könnte selbst nicht kaufen. Tess muss legen. Aber die Frage ist, Kuben hat halt Instant gekauft. Was fast unnötig war. Demzufolge kaufen die anderen auch. Sah nämlich kurze Zeit so aus, als ob sie Eco machen würden. Die anderen haben halt nichts gekauft und Gruben instant. Aber gut. Chance immer noch die Runde zu machen. Wobei es mit einer Smoke vielleicht schwer wird. Wir sollten wirklich einfach weiterhin am A gehen. Vor allen Dingen, da Neo jetzt gerade so gut Hells durchkam. Vielleicht einfach dort nochmal gemeinsam hingehen. Da gemacht hat. Hat er noch die Smoke genutzt, aber. Ich weiß nicht, das ist. Das sieht man bei Very Games zum Beispiel viel besser. Bei EC hat man es vorhin gesehen, wie sie einfach das kreuzen. Ich meine, klar kann man das ausnutzen, da in die Mitte in die Smoke aimen. Aber irgendwie fehlt dann halt der Spieler, der vielleicht Hausmeister offensiv blockt. Und wieder geht's B. Nico hat das aber noch gut unter. Hier ist ein Fake. Und ich glaube, der geht auf. Gegen 3, sie geht ohne Flash raus, einfach auf Contact. Oh, TCK stark. Oh, Spot ist einer. Der muss jetzt sterben. TCK macht da leider noch einen. Oh, und wenn Samphis nicht bald stirbt. Ja, mit solchen Problemen sind komplett in der Mangel. Oh, stark von Samphis. Und TCK lebt halt immer noch. Und solange TCK am Leben ist, ist es eigentlich unmöglich für ESC. Pascha kommt jetzt auch von hinten. Die Zeit läuft erneut ab. Ja, und sie haben Probleme gerade, diese letzte Runde klar zu machen. Werden jetzt auf jeden Fall sparen. Wobei ich mir vorstellen kann, dass sie so verrückt sind. Und jetzt einfach diese Eco gewinnen. Wenn sie Pascha einfach von alleine lassen. RB wieder beide macht und dann draufgehen. Mal gucken. Werde jetzt auf jeden Fall auf ihm bleiben. Ähnliche Situation. Er geht halt volles Risiko ein. Diesmal wird es nicht bestraft. Er ist hier direkt mit einem Go. Frost trifft aber. Gut, ist halt eine Eco. Und das Hair ist down. Diese Cash steht auch wieder gegen Haus. Gucken wir jetzt hier. Also mit der Eco keine Probleme, aber trotzdem erst 8. Runde für Quantic. ESC kann sie wirklich ganz ruhig angehen lassen, wobei so langsam aber sicher wäre es gut, wenn sie den Sack dicht machen, sonst tankt hier Quantic wirklich noch Hoffnung. Vor allen Dingen gibt das den unnötigen Momentum-Boost für die zweite Map, für Mill. Okay, ist mit Asmo-Move. Aber keine Flash von denen. Der Gast einfach komplett durch. Mit Pascha zusammen. Und da haben sie fast wieder eingenommen. Okay, doch noch nicht. Sack hat anders aus. Aber wieder nur Frost blockt da offensiv, kein Doppel. Das ist irgendwie ein seltsamer Standard. Wenn Frost da stirbt, ist halt der Weg offen. Aber sie schieben jetzt wieder B.
Und dadurch, dass sie null Kontrolle haben, ist auch Dazed halt noch da. Meistens hat von der Zeit noch gereicht. Ja, schiebt jetzt wieder. Hat aber keine Gegenflächen mehr. Vielleicht wird ihnen das zum Verhängnis. Sind jetzt im Hof. Gute Banks. Und Hiko macht nur einen. Auch kein Damage mehr weiter. Bombe wird schnell gelegt. Dazed. Boah, kriegt er schon durch die Smoke. Frost eingemacht. Frag mich jetzt nicht wo. So, wichtig, dass der eine noch außerhalb des Spots steht. Kuben übernimmt gleich eine wichtige Position. Muss jetzt langsam mithelfen. Wird ihm klar deutlich, dass er keine Banane kommt. So, stark von Kuben. Schön von Pascha, macht er auch noch einen. Letzter Spot, den holt sich Pascha auch noch. GG, ESC sichert sich die erste Map. Wir sehen uns in wenigen Minuten wieder hier auf Demel. Bis gleich.